Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Reihe hier zu Flask. In dem Fall wollen wir mit REST Plus eine API schreiben und ja, das wollen wir heute weitermachen. Wir starten direkt mit den Settings durch. Das sind einfach nur ein paar Variablen, die eben für Flask sind. Das heißt, wir sagen hier Flask-Server-Name. Das ist quasi das, wo wir eben unsere Anwendung starten wollen, was natürlich hier jetzt für uns Localhost sein wird und auch in der Produktion, also wenn ihr das Ganze ausliefert sozusagen, ist das Ganze auf Localhost. Wir sagen jetzt hier einfach mal 1337, ist aber egal, welchen Port ihr nehmt, ihr könnt es euch aussuchen. Dann wollen wir vorerst, Achtung, nur solange das bei uns sozusagen getestet wird und alles, wollen wir hier den Debug-Mode setzen. Wir machen aber hier einen Kommentar hinten dran, Change, ich mache es jetzt auf Englisch, damit ihr das Ganze auch von mir aus verwenden könnt oder sowas. Vielleicht mache ich das auch auf GitHub oder sowas. Change before deployment. Was ist denn los? So, okay. Zwei reichen eigentlich. Dann wollen wir hier ein paar REST Plus Settings machen. Und zwar über REST Plus, sagen wir jetzt einfach mal REST Plus Swagger. Swagger. Wie nennen wir es? Swagger Expansion oder sowas. Expansion. Das ist quasi, wie Swagger nachher aussieht. Da werden wir noch drüber reden, warum wir hier List verwenden. Dann REST plus Val für die Überprüfung. Werden wir nachher auch noch halt. Stopp, das soll kein String sein. Das soll bitte ein Boolean sein. Dann. Ja, nee, das passt erstmal. Soweit würde ich sagen, das müsst ihr jetzt auch noch nicht alles verstehen. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nur mal gerade den sozusagen den Boilerplate-Code. Das werden wir auch vielleicht nachher noch ein bisschen erweitern müssen. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir wollen unsere App initialisieren. Das heißt, wir wollen hier anfangen, richtig alles verwenden zu können. Wir wollen eine App starten. Und was machen wir, wenn wir eine App starten wollen? Naja, ganz einfach. Wir müssen natürlich erstmal App ist gleich Flask von --name---- schreiben. So, Flask müssen wir natürlich importieren. Das heißt, wir schreiben hier from Flask import Flask. Und wir werden, ja doch, das passt erstmal soweit. Wir werden nachher die anderen Sachen noch importieren. Ihr könnt hier natürlich jetzt auch noch so Sachen einbauen wie Logging oder sowas. So, jetzt haben wir natürlich hier noch einige Sachen, die wir weitermachen müssen. Und zwar erstmal müssen wir natürlich unsere eigene Settings-Datei importieren. Das heißt, from REST plus API import settings. Gut, und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir hier erstmal natürlich alles, also wir machen hier unten, das ist ja der Teil, den wir auch wirklich starten wollen. Also das ist die Datei, die wir starten wollen. Das heißt, wir können hier machen if --name --main --. Falls das so ist, dann wollen wir die Main-Funktion starten. Und die Main-Funktion schreiben wir hier oben drüber. Def main. So, was soll passieren, wenn wir main starten? Wir wollen init app und da wollen wir die App reingeben sozusagen. Die wollen wir initialisieren und dann wollen wir sie laufen lassen. App.run. Und Debug Mode sagen wir hier rein. Debug ist gleich settings.flask debug. Und dann haben wir nochmal was. Threaded ist gleich settings. Brauchen wir natürlich erstmal noch eine neue Variable. Flask-threaded. Ups, da nicht bitte. Da oben rein ist gleich true. So, wunderbar. Jetzt haben wir im Endeffekt schon mal die groben Sachen, die wir hier so brauchen. Jetzt müssen wir natürlich die ganze App noch irgendwie initialisieren. Und deswegen schreiben wir hier uns hier oben eine dev init app rein und die nimmt natürlich eine App, wer hätte es gedacht. Und ja, so, was machen wir damit? Wir wollen als allererstes configure app, da kommt die App rein und ja, danach habe ich schon wieder das erste neue Konzept für euch, das heißt, das machen wir nächstes Video wahrscheinlich. Genau. Wir wollen nämlich hier auch noch mit Blueprints arbeiten in unserer App. Das ist auch so ein bisschen was Besonderes, aber dazu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wir wollen nämlich hier oben noch eine weitere Funktion schreiben. Dev configure
App und da nehmen wir sozusagen erstmal alles rein. So, und ja, was machen wir jetzt hier drin? Wir sagen, unsere App soll bitte .config und da können wir jetzt alle Variablen ändern, die wir irgendwie haben wollen, denn wir müssen hier unten in der App.run müssen wir nicht sagen, wo wir es starten wollen, sondern wir können hier in App.config angeben, was wir sozusagen starten wollen über verschiedene Variablen, also zum Beispiel Servername ist gleich settings.flask-servername, das ist sozusagen einfach der Name von unserem von unserer App sozusagen. Und dann können wir hier noch über verschiedene anderen Sachen einfach Dinge angeben. Das heißt, wir können sagen app.config von, in unserem Fall wollen wir noch, das machen wir irgendwann anders, separat. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen ja noch mit einer Datenbank arbeiten. Wir werden auch hier mit was Neuem arbeiten, nämlich nicht mit MySQL oder sowas oder normalen Python-Modulen, sondern Flask bietet euch auch hier wieder was Eigenes, was wir uns auch noch angucken wollen, weil das irgendwie auch sinnvoll in dem Fall ist. Viele von euch werden wahrscheinlich SQL Alchemy, hat euch vielleicht schon mal was gesagt, werden wir auch noch verwenden dafür. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal anfangen mit Swagger und zwar Swagger UI -Doc. Das sind einfach wirklich Namen, die muss man so erstmal in der offiziellen Doku nachgucken. Ich tippe die auch gerade ab. Das heißt, ja, da sind verschiedene, da müsst ihr natürlich immer in die Dokumentation reingucken, was genau jetzt was tut. In dem Fall ist Swagger UI Doc Expansion, ist das, was wir hier angegeben haben unter Swagger Expansion. Das heißt REST plus Swagger Expansion, besser gesagt. Und das gibt sozusagen an, wie nachher Swagger die Sachen aussehen lässt. Und das können wir uns angucken. Ich finde List irgendwie am sinnvollsten. Das ist irgendwie auch das, was man normalerweise immer verwendet. Ich weiß gar nicht, ob es ein Default gibt. Könnte ich mal nachgucken. Aber genau. So, dann brauchen wir noch was anderes. Und zwar über Config müssen wir angeben REST plus Bodenstrich Validate. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ja, habe ich. Settings. REST plus val app.config von, so, was hatten wir noch? Ich muss kurz nachgucken. Hier habe ich tatsächlich schon eine Sache vergessen, und zwar REST plus, so, wie hieß das ganze Ding? Mask Swagger ist gleich Settings, ich bin schon wieder auf dem Teil hier gewesen. REST plus Mask Swagger, das kopiere ich mir direkt einfach mal rein. Das soll false sein. Okay, cool. Wir werden merken, wenn wir hier noch was vergessen haben. So, ist gleich Settings. Und dann das hier einfach reinkopieren. So, wunderbar. Das ist jetzt erstmal das, was wir heute machen wollten. Es gibt hier natürlich noch ein paar andere Parameter, die wir später noch verbessern müssen bzw. einsetzen müssen. Zum Beispiel eben auch für unsere SQL Alchemy Datenbank müssen wir dann eben auch noch eben hier den Pfad reinsetzen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ihr hier über die Config einfach machen könnt. Und ja, das passt erstmal soweit. Ich danke für euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.